ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Der nächste Vlog ist gut, der alte ist noch nicht einmal raus, dank Telekom. Wir haben leider Probleme, ich habe kein Internet. Ich habe es im letzten Vlog ja gesagt, also falls der jetzt lang gekommen ist, habt ihr nicht gesehen. Ansonsten, ich filme halt jetzt weiter, was passiert. Ja, irgendwie Internetprobleme. Leider, da läuft im Moment nichts, ich kann nichts hochladen. Videos sind fertig, Video könnte ich zeigen, aber geht nicht. Naja, ich filme trotzdem weiter. Das andere habt ihr dann mit Sicherheit sehen, weil das kommt auf jeden Fall davor. Das ist fertig, das müsste bloß hochgeladen werden, wenn es ginge. Und weiter geht's jetzt in diesem Video. Ich habe endlich in der Scheune umgeräumt. Der Kipper steht jetzt ganz hinten. Das war eigentlich ein Fehler, weil da hätte jetzt der Schwade reingehört und dann die Presse und dann der Kipper. Wer weiß, was los ist? Warum steht der Kipper hinten? Weil der Ladewagen endlich draußen ist. Zeit ist worden, Mensch. Das Wetter passt gerade noch, es ist noch schön, die Wiese will gemäht werden, aber natürlich nicht alles auf einmal, das wäre ja Quatsch. Kriege ich ja nicht alles auf einmal verfüttert und Silo kann ich leider nicht machen, weil A, ich habe weder Hochsilo, B, ich habe weder Fahrsilo und was anlegen ist ja Quatsch und ich weiß nicht, ob es meine Viecher mögen, das müsste ich mal probieren. Aber es wird trotzdem gemäht. Ihr hört im Hintergrund den KA15, unverkennbar, der MWM-Klang, ziemlich hart, ziemlich laut. Und da steht mein Gespann. KA15 inklusive Ladewagen. Ja, wir machen heute den Selbstversuch, ob es funktioniert. Normalerweise, es gab früher mal Ladewagen, die konnte man seitlich rausschwenken. Meiner läuft ja direkt in der Schlepperspur. Sieht man ja, ein starre Deichsel. Es gab die aber auch hydraulisch ausschwenkbar, dann konnten wir die Ladewagen hier rüberfahren und die liefen genau auf Höhe vom Messerbalken. Das wäre natürlich der absolute Luxus, sowas. Haben wir aber nicht. Macht nichts, nichtsdestotrotz, wir versuchen es trotzdem, vielleicht funktioniert es. Ich mähe die erste Bahn, da kann ich mir noch nicht einschalten. Und beim Mähen von der zweiten Bahn versuchen wir dann zusätzlich zu laden und noch eine Bahn zu mähen. Wenn es funktioniert, ist recht. Spart mir vielleicht einen Arbeitsgang und ja, ich muss den Ladewagen nicht daheim stehen lassen, muss dann erst wieder heimfahren und den holen nach dem Mähen, sondern ich habe alles da, ich habe das ganze Gespann da und das wäre perfekt. Der Balken funktioniert ja, habt ihr ja im letzten Video dann auch gesehen, geschweige denn, dass es jetzt endlich mal raus ist. Ja, ich würde sagen, wir versuchen das und dann sehen wir weiter.
grundsätzlich ja, aber ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Eigentlich ist es so, dass die Stützrollen von dem Ladewagen nicht auflaufen dürfen. Ja, das habe ich jetzt auch nicht gemacht. Aber vor lauter Aufgucken, was das Mähwerk macht, habe ich nicht geguckt, ob die Pickova wirklich was aufsammelt. Also sie hat aufgesammelt, das ist klar. Ich habe natürlich jetzt wieder einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich den Kratzboden mitlaufen lassen. Das ist, ja, muss ich erst probieren, habe ich noch nie im Leben gemacht. Aufgesammelt hat sie. Leider nicht ganz sauber. Ich habe ihn nicht tief genug gestellt. Naja, Übung macht den Meister. Ich habe es ja wie gesagt noch nie probiert. Das nehme ich halt jetzt dann noch ein zweites Mal auf. Muss ich halt ein zweites Mal fahren. Ach Gott, mei, da wird mir keine Zacken aus der Krone abbrechen, das welche. Aber grundsätzlich, so viel ist schon mal sicher, funktioniert mein System. Ja, Nachteil ist natürlich Doppelkupplung. Der hier im Vorzug, die hätte der Karl 300. Ja, wird wohl drauf rauslaufen, dass ich wahrscheinlich den brauche. Der hätte auch ein wenig mehr Leistung. Der tut sich nicht ganz so hart beim Laden dann. Aber ich bin wieder mal erstaunt, der kleine Fuchsfähne, was der an Leistung bringt, dass der so gut funktioniert. Sag klar, ich bin immer wieder erstaunt. Die kleine Maschine hier, was der doch leistet. Ja. Laden wir einfach beim zweiten Mal den Rest und dann wird das auch werden. Wir tun uns doch da nicht ab, wir holen uns von der Gras schon heim. Was ich vielleicht das nächste Mal machen sollte, mal so gewinnen hier vorne. Weil beim Vorfahren habe ich vom Balken mal Gras verloren. Das ist natürlich nicht so schön. Aber gut, ich sage ja, das ist Übungssache. Ich habe das noch nie gemacht auf die Art und Weise. So kann man es mal probieren. Und ja, wie gesagt, Übung macht den Meister, man lernt es. Ja, machen wir ein zweites Mal, dann sehen wir, ob es klappt.
gedacht, naja, kann ja bloß besser werden. Aber wir haben ein Gras geladen. Ja, ich glaube, ich muss das in Zukunft schon mal ein wenig ausprobieren. Ich muss auch mal die Piepung überprüfen, weil mir kommt es so vor, als liegt in der weit genug runter, beziehungsweise diese Stützrollen, die Schläge abfedern sollen, die liegen vorher auf. Sollen sie ja eigentlich nicht, die sollen in der Luft schweben und sollen nur aufsetzen bei Unebenheiten. Ja, muss ich mal gucken, aber die könnten eigentlich nicht mehr eingestellt werden. Keine Ahnung. Mal sehen, jetzt fahren wir ein, jetzt füttern wir die Bücher und dann gibt es Abendessen. Bin ich schon wieder zu spät dran. Na gut. Thank you.
mittlerweile den Donnerstag, den, lasst mich mal überlegen, 24. Ja, das letzte Video ist ja am Dienstag rausgekommen. Mal gucken, wann jetzt dieses Video kommt. Ich hoffe, dass ich es wieder so hochgeladen kriege, dass es mit dem Internet gut geht. Wird sich zeigen. Wenn nicht, ja. Es war Zufall mit den anderen, dass es geklappt hat. Bin ich auch froh drum. Aber es läuft immer noch nicht. Also keine Angst, ne? Es läuft immer noch nicht. Katastrophe. Wirklich wahr. Ist einiges jetzt passiert wieder in der letzten Zeit. Das Wichtigste steht mal hinter mir. Die Kehrmaschine ist fertig. Der neue Kehrbehälter ist gebaut. Der sitzt jetzt drauf. Das Blech da ist neu. Der Deckel ist komplett neu gebaut. Die hat jetzt dann Anschluss für Saugrohr. Ja, hinten dran ist alles neu gemacht. So schaut das Ganze jetzt aus. Ja, da hat sie schon wieder Lackschaden. Da müssen wir mal gucken, dass wir noch einen Kantenschutz drauf machen. Auf dem Blech da. Müssen wir mal gucken, ob es gleitet. Das ist halt leider so gebaut. Ja, Kehrbehälter ist fertig. Da ist sehr, sehr viel dran neu gekommen. Der ist nicht ganz neu. Es sind einige alte Teile natürlich geblieben. Aber ich sage mal zu, ja, was der Vater gebaut hat, zu 90% ist das Ding neu. Also Respekt. Ja. Die fährt wieder, die tut wieder ihren Dienst. Sehr gut. Der Rest von der Kehrmaschine, weil die ist jetzt zweifarbig, wird irgendwann auch einmal noch kommen. Wichtig war jetzt erst einmal das, dass sie wieder läuft. Der Rest hier, der kann dann einmal im Sommer nächsten Jahres, wenn sie nicht gebraucht wird. Wir haben nämlich zum Beispiel hier noch Durchrostungen an der Kabine. Ja, das muss halt immer noch gemacht werden, aber da tun wir uns nicht ab. Die ist soweit erst einmal fertig. Und das war das Wichtige, sie kehrt wieder. Im Herbst müssen wir ja kehren und das macht sie wieder. Ja, und wenn es interessiert, ist eine Schörling Buche. Den genauen Typ müsste ich jetzt wieder nachgucken in der Ersatzteilliste. Aber Schörling Buche. Jo, dann gibt es noch eine Neuerung. Und zwar der Kramer. Ich wollte eigentlich vorgestern noch was filmen bei Main. Ich bin mit Ladewagen losgefahren. Hab gemäht und ja, das Federblech unten von der Treibstange, das hat es zerlegt. Und dieses Drum, was da noch drauf hing, der da, hing dann einzeln hier drauf, da abgerissen. Der hat mir das gesamte Schutzblech zusammengeschlagen. Alles, was da dran war, alles im Arsch. Oh, shit. Ja, shit happens, würde ich sagen. Ne? Ich habe jetzt eine andere Treibstange genommen, wo der Federstahl hier noch gut ist. Da muss man mal gucken, dass ich was herkriege. Das ist ja Federstahlblech hier. Das soll die Vibrationen und Schläge ein bisschen dämpfen. Und das ist beim anderen schon mal geschweißt gewesen. Und hinter der Schweißnaht aber an einer neuen Stelle ist es auch durchgerissen. Ich meine, das Zeug ist auch alt. Das ist auch Baujahr 56. Also was erwartet man? Neu ist es nicht. Ärgerlich ist es natürlich, weil, wie gesagt, dieses Teil war halt dann dran gehängt, bis daher, so die Länge. Und hat mir hier innen, durch die Umwucht, hat es das rausgedrückt und hat das gesamte Schutzblech hier innen zusammengedellt. Aber wie, das war alles im Arsch. Alles hier innen total abgeglatzt, das Schutzblech hat es verzogen, die Riemenscheibe. Habe jetzt alles ein bisschen frisch mit Lack gemacht, dass das nicht gleich wieder das Gammeln anfängt an den Stellen. Schutzblech ist jetzt natürlich unten. Ich habe vom Schutzblech jetzt auch ein Teil weggeschnitten. Da habe ich ja eh schon zurechtstutzen müssen, weil es nicht funktioniert hat. Und ich habe jetzt das Stück, das was wirklich total zusammengehaut ist, runtergeschnitten. So hat es ausgeschaut. Also das hing ja eigentlich an dem Schutz vorne dran, wo der Antrieb selber dann drin läuft. Man sieht schon, da ist es draufgeschlagen. Auf die Stelle, das ist rausgebuckelt und rausgerissen. Da unten hat er einen Einschlag gemacht, da ist ein richtiges Loch drin. Vorne total zusammengefetzt, das ganze Ding war halbschöps dran gehängt, abgerissen. Ja, ärgerlich. Den habe ich gar nicht mehr gerichtet. Hat einen einfachen Grund. Wenn mir das wieder passiert, haue ich mir wieder den ganzen Schutz zusammen. Den Schutz habe ich jetzt gestern komplett entlackt gehabt, habe dann alles geschweißt und ja, neu gemacht. Naja, der hängt auf alle Fälle hier oben.
frisch lackiert. Und das Teil, das ist jetzt weg. Jetzt kann er trocknen. Wenn er trocken ist, kommt er wieder ran. Und gut ist wieder. Ja, das ist der aktuelle Stand, was noch passiert ist. Und an dieser Stelle würde ich jetzt sagen, das Video ist schon wieder lang genug geworden. Ich wünsche euch jetzt was. Eine schöne Zeit. Wenn das Video morgen, also am Freitag, kommen sollte, ein schönes Wochenende. Wenn nicht, dann einfach eine schöne Woche. Servus!